weil du jetzt hier gerade suchst. In München und da haben wir uns auch kennengelernt. Herr Kurishima ist wirklich im ganzen Bundesgebiet bekannt, weil er schon sehr viele Vorträge zu verfassungsrechtlichen Themen, vor allen Dingen zum Kaiser und zur Frage der Verfassungsänderung gehalten hat. Herzlich und ja, also erstmal guten Morgen nach Tokio. Es ist ja jetzt 1 Uhr morgens, ne? Ja, in der Nacht. Ja, aber ich bin ganz frisch. Kein Problem. Ja, Genau. vielen Dank für die nette Vorstellung. Sollen wir schon beginnen? Nur ganz kurz nochmal. Und wir haben sehr große Verstärkung hier im Büro am Marienplatz von der JG, Herr Jens Hesse, unser Vorstandskollegen. Er betreut dann die technische Seite. Vielen Dank, Herr Hesse, dass Sie dann auch dabei sind heute Abend. Und liebe Zuschauer, auch sehr schön, dass Sie heute Abend zugeschaltet haben. Nur zur Information, Ihre Mikro- und Videofunktionen werden wir jetzt ausgeschaltet haben. Und für die nächsten circa 55 Minuten würden wir dann uns tatsächlich das Interview mit dem Professor Kurishima verbringen. Und danach würden wir sehr gerne auch Ihre Fragen aufnehmen, was Sie sehr gerne auch schon während des Interviews im Chat schreiben könnten. Das nehmen wir auf und wir gehen dann danach bis so 19:15 Uhr darauf ein, so viel wie wir können. Aber zuerst, was uns auch interessiert, lieber Tomoaki, ist die Frage, wie geht es dir in Tokio gerade? Ich bin gerade hier zum Marienplatz 1 gekommen. Am Stachus wird von der Polizei darauf aufgepasst, dass jeder, der hier lang geht, eine Maske trägt. Heute war der Tag mit den höchsten Corona-Zahlen, die jemals in Deutschland gemessen wurden. Erstmals über 10.000 Leute. Wie ist die Lage in Japan gerade? Ja, die Lage in Deutschland scheint derzeit ganz schlimm zu sein, gerade jetzt. In Japan, wir haben schon zwei Wellen erlebt. Einmal im April, die höchste Infektionszahl pro Tag war damals so circa 500 bis 600 Menschen. Und da wurde der Notstand erklärt vom Premierminister bis Mitte Mai. Und dann haben wir eine zweite Welle erlebt. Es war Ende Juli bis Mitte August. Die Infektionszahl damals war etwa so höchstens 1500, 1600. Also kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Also die Lage war immer einigermaßen besser als in Deutschland. Und jetzt, gerade in den letzten Wochen, war die Lage ziemlich so stabil. Neuinfektionen jeden Tag etwa liegt bei 500 bis 600 und Reproduktionszahl liegt ungefähr bei 1. Also die Lage ist nicht so schlimm, aber die Situation steht so ein bisschen auf des Messers Schneide, würde ich sagen, so. Ja, danke schön. Dann möchte ich zum eigentlichen Thema kommen. Also es geht ja zuerst um die Rolle des Kaisers. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass traditionell gesagt wird, dass sich die Bedeutung des japanischen Kaisers insbesondere dann zeigt, wenn Japan Krisen hat. Also wir kennen alle die Bilder von dem Erdbeben 1995 in Kobe, wo der japanische die Kaiserfamilie in die Turnhallen geht und die obdachlos gewordenen Menschen besucht. Ähnliche Szenen haben wir gesehen nach dem Tsunami 2011. Jetzt haben wir seit letztem Jahr einen neuen Kaiser und die Überlegung war, zu einfach mal zu hinterfragen, wie
Wie ist der Kaiser in der Zeit in Erscheinung getreten? Hat er diese erste Bewährungsprobe angenommen? Genau. Ja, das ist ein... ja, bitte. Und wir haben uns überlegt, erstmal aber grundsätzliche Fragen zu stellen, vielleicht für viele, die hier in Deutschland leben, die dann Japan auch ein bisschen kennen, sind, vielleicht kennen sie doch nicht so viel über Kaiser und Kaisertum Japans aus. Die grundsätzliche Frage wäre zum Beispiel, Japan sei ja konstitutionelle Monarchie, was bedeutet das genau? Also zum Beispiel, ich bin ja in Japan geboren, in Japan aufgewachsen und Kaiser war halt immer da als Teil des Alltags. Aber so richtig wahrgenommen, so verfassungsrechtlich habe ich noch nie gekonnt. Deswegen wäre es super, wenn Sie das auch noch dazu erzählen könnten. Ja, gerne. Japan, die Staatsform Japans unter der geltenden Verfassung seit 1946 ist überwiegend als konstitutionelle Monarchie angesehen. Einige Verfassungsrechtler streiten darüber, sagen, dass Japan ein demokratischer Rechtsstaat ist, weil die Souveränität bei dem Volk liegt und nicht und der Monarch, der Kaiser ist nicht souverän. Aber ja, das ist so eine bisschen wissenschaftliche Diskussion, konstitutionelle Monarchie. Was das bedeutet, muss man im Vergleich zur absoluten Monarchie verstehen. Unter der absoluten Monarchie steht der Monarch, also der Monarch ist souverän, kann alles machen, was er möchte. Konstitutionelle Monarchie bedeutet hingegen, dass der Monarch auch, dass der Kaiser auch unter der Verfassung steht. Also, dass der Kaiser nur das machen darf, was die Verfassung ihm erlaubt. Dann wichtige Frage wäre, was darf er nicht unter dieser japanischen Verfassung? Ja, der Kaiser unter der Verfassung hat nur zeremonielle Funktionen. Das nennt man Handlungen in Staatsangelegenheiten. Und die sind nach dem Enumerationsprinzip in der Verfassung geregelt, zum Beispiel Verkündung von Gesetzen, Einberufung des Parlaments, Ernennung des Premierministers. Für diese alle Handlungen in Staatsangelegenheiten ist die Zustimmung vom Kabinett erforderlich. Insofern sind diese Funktionen tatsächlich nur zeremoniell. Gut, im letzten Jahr hat ja die Ära Reiwa begonnen. Die erste Frage ist, was macht eigentlich der alte Kaiser? Also welche Stellung hat er jetzt? Ist das sozusagen so wie bei den Päpsten mit Benedikt und Franziskus? Oder wie wird das in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ja, der ältere Kaiser, der Akihito, ist seit rund 200 Jahren zu Lebzeiten zurückgetreten. Solch ein Phänomen hatten wir in den letzten 200 Jahren gar nicht. Und jetzt ist er Joko geworden. Was er macht, wird nicht viel berichtet. Man befürchtet, dass so eine Situation der Doppelautorität entstehen könnte. Also der ältere Kaiser Joko lebt noch, aber wenn über ihn so viel berichtet wird und zugleich
nach der Verfassung ist der nur der amtierende Kaiser ein Symbol des Staates und ein Symbol der Einheit des Volkes. Deshalb achtet man, dass nur über den amtierenden Kaiser viel berichtet wird und der ältere Kaiser, Medien zufolge, forscht er noch über Fisch. Das war immer sein Geschäft gewesen. Das macht er und er bekommt regelmäßig Besucher, aber viel wird nicht durch Medien berichtet über ihn. Ja, und seit letztem Mai haben wir in Japan die neue Ära, Reiwa. Ne? Reiwa bedeutet so viel wie schöne Harmonie, wenn man ins Deutsch übersetzt. Welche Auswirkungen hat so ein Epochenwechsel auf das Leben von Japaner? Ne? Was kann man darunter verstehen? Also wenn man hier in Deutschland lebt, ne? Wenn man dann von Japaner betrachtet, ist das sehr schwer vorstellbar. Was bringt es denn mit sich, so eine Epoche? Ja, eine interessante Frage. Es hat vielleicht unbewusst, wie kann ich so formulieren, also so klare Auswirkungen hat ein Epochenwechsel eigentlich nicht. Aber so im Unterbewusstsein wirkt das vielleicht so ein bisschen, weil man versteht, Japaner verstehen einen Zeitraum mit dem Namen so Heisei-Ära und Showa-Ära. Insofern, man hört oft in den Medien, dass wir machen so in der Reiwa-Zeit. Oder das ist so ein neuer Reiwa-Stil von unserem Unternehmen oder was weiß ich, so Universität. Insofern, das hat schon ein bisschen Wirkung. Wir sind jetzt in einer neuen Ära. So ein Gefühl haben vielleicht Japaner seit einem Jahr. Ja. Ich würde sagen auch, das ist irgendwie auch sehr generationsabhängig, nicht wahr? Also wenn man sagt, ja, ich bin in der Ära Showa geboren, dann kann man ja ungefähr schon mal erahnen, wie alt man ist. Ne? Also ja. Und zur Heisei-Generation tickt dann ein bisschen natürlich anders als Showa-Generation und so weiter. Ne? Also ich denke, ja, das stimmt. Etwas sehr sentimentales Gefühl dabei. Ja, ja, ja. Also ich bin im ersten Jahr der Heisei-Ära geboren und wenn ich einen älteren Kollege an der Uni treffe und ich sage, ich bin im ersten Jahr der Heisei-Ära geboren und dann sagen sie, oh, Heisei-Menschen sind schon da als Professoren und also es ist so ein Gefühl haben wir schon, ja. Ja, so ein Gefühl habe ich auch gerade bei Ihnen. Also ich wusste nicht, dass Sie jetzt die Generation sind. Also genau. Ich komme aus natürlich Showa-Ära. Deswegen ja, ist eine andere Wahrnehmung ein bisschen. Ja, ja. Okay, also mich würde schon interessieren, also um das ein bisschen abzuschließen, diese ersten anderthalb Jahre Naruhito, wie werden die jetzt wahrgenommen? Also sozusagen, ist denn der Öffentlichkeit sehr präsent? Mit was verbinden die Leute, die Personen, also nicht die Ära, sondern die Personen des neuen Kaisers und auch wie wird seine Frau wahrgenommen? Da gab es ja, glaube ich, im Vorfeld auch relativ viele Fragezeichen. Ja, viele Menschen wissen tatsächlich nicht, was für eine Person Naruhito ist. Naruhito, auch Corona-bedingt, hat nur bis dato nur weniges getan.
Und auch in der Corona-Krise hat er ja kaum in die Öffentlichkeit getreten. Insofern, ja, es ist Bewertung beziehungsweise das Ansehen von Naruhito in der Öffentlichkeit, das ist noch abzuwarten. Also jetzt kann ich nicht was Klares sagen. Ja, dann würden wir sehr gerne jetzt in die Zukunft blicken mit der Frage Nachfolger. Jetzt hat die Reiwa-Ära begonnen. Das heißt, jetzt ist ja Kaiser Naruhito da. Und wer wird dann der Nachfolger oder Nachfolgerin? Naruhito hat ja eine Tochter, Prinzessin Aiko. Wäre sie an der Reihe? Würde man so vermuten? Ist das richtig? Oder wie schätzen Sie das ein? Nein, Aiko ist nicht in der Reihe. Nur der Hisahito, der Sohn von dem Bruder von Naruhito, ist in der Reihe. Also der Bruder von Naruhito, Akishino, ist jetzt als erster in der Reihe und als zweiter steht sein Sohn, Hisahito, ist jetzt 15 Jahre alt, wenn ich es richtig sehe. Und wir haben jetzt nur leider zwei Thronfolgekandidaten. Darf ich kurz das heutige Thema ist eigentlich Corona und Kaiser. Und darf ich vielleicht kurz über die Rolle des Kaisers in der Corona-Krise sprechen? Ja, das ist, als ich gebeten wurde, zu sprechen über die Rolle des Kaisers in der Corona-Krise von Oliver, das fand ich ganz interessant, weil Japaner haben darüber gar keinen Gedanken gemacht eigentlich. Aber diese Frage müsste eigentlich ganz naheliegend sein, weil Oliver schon gesagt hat, dass das der ehemalige Kaiser hat eine sehr große Rolle gespielt bei den Naturkatastrophen auch diesmal in der Corona-Krise. Queen Elizabeth hat eine Videobotschaft veröffentlicht und ein König von den Niederlanden ebenso. Und nur der Naruhito hat nichts getan. Was dieses Schweigen bedeutet, ist eigentlich eine interessante Frage, fand ich. Und dazu meine Vermutung beziehungsweise meine Bewertung. Ich glaube, Akihito selbst möchte bisschen so eine Videobotschaft veröffentlichen, möchte er selber, aber ich glaube, dass die Regierung da eher vorsichtig ist und auch die Verfassungsrecht, also rechtlich ist es schwierig, wie ich gesagt habe, die Befugnisse des Tenno, also des Kaisers, sind beschränkt, geregelt in der Verfassung. Und das kann man nur vermuten, aber ich vermute, dass die Regierung eher dagegen ist. Was meinen Sie damit? Das ist ja sehr spannend. Warum denken Sie, dass die Regierung gerade dagegen wäre, dass der Kaiser sich an die Bevölkerung wendet? Ich glaube, für die
vor allem für die konservativen Politiker ist die Stabilität der Institution Kaiserfamilie ganz wichtig. Und dementsprechend sollte der persönliche Wille des Kaisers keine große Rolle spielen. Also die konservativen Politiker sind stolz darauf, dass der Kaiser überhaupt existiert und da ist. Aber wenn der Kaiser so aktiv wird, das möchten die konservativen Politiker nicht, weil ja, das war auch beim Rücktritt vom ehemaligen Kaiser ein Problem, dass der Kaiser selber eine Botschaft an die Bevölkerung geäußert hat. Weil ja, in einem, es ist ein schwieriges Thema, aber in einem demokratischen Staat soll der Kaiser nicht selber als Person da sein, demokratische Verantwortung liegt beim Kabinett. Und es ist so schwierig, die Politik möchte die Autorität des Kaisers nicht so vergrößern. Und der Unterschied liegt praktisch darin, dass man bei Naturkatastrophen klar definierte Opfer hat, die man besuchen kann und im Augenblick praktisch alles ein bisschen proaktiv ist. Oder ist das der Grund, weswegen der Kaiser nicht in Erscheinung treten kann? Weil jede Frage, was man anordnet, ja letztlich politischer Natur ist. Ja, das auch. Dieser Unterschied macht auch, spielt auch eine Rolle, glaube ich schon. Ja, und vielleicht denkt der jetzige Kaiser Naruhito den Stil von Heisei Kaiser nicht so richtig, also findet er diesen Stil nicht so richtig. Also man kann sagen, dass der Showa Tenno, der ältere Tenno, ein arbeitswilliger Kaiser war und er hat sehr vieles getan, um ein Symbol des Staates zu sein. Aber eigentlich diese Funktion als Staatssymbol tätig zu sein, ist in der Verfassung nicht verankert. Aber trotzdem, der ehemalige Kaiser fühlte sich verpflichtet, so die Überlebende von den Katastrophen zu besuchen, auf den Augen hören, sprechen, die Geschichte hören. Aber das ist rechtlich so ein schwieriges Thema. Und der jetzige Tenno, so interpretiere ich das Schweigen vom Kaiser jetzt. Der jetzige Tenno denkt, dass solche Tätigkeiten eigentlich nicht so wünschenswert sind, unter der heutigen Verfassung. Okay, also Dankeschön. Nochmal ganz kurz zum Abschluss dieses Themas, aber zur Überleitung auch. Ich weiß, dass zur Zeit des Premierministers Koizumi ernsthaft darüber diskutiert wurde, ob man die Verfassung ändern muss oder das Gesetz. Koizumi, weil damals sozusagen nur ein Thronnachfolger da war. Ja. Und dann kam ja sozusagen der Sohn des Bruders des jetzigen Kaisers und dann ist ja diese Diskussion ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt habe ich aus mehreren Seiten schon gehört, dass im Augenblick diese Diskussion wieder lauter wird, weil halt zwei potenzielle Nachfolger sehr wenig sind. Meine Frage an dich, meinst du, dass da eine Änderung kommen kann in nächster Zeit? Eine schwierige Frage. Viele
Bürger meinen, dass das Gesetz geändert werden sollte. Aber die LDP-Politiker, Regierungspolitiker sind eher dagegen. Man muss sehen, was kommen wird in den nächsten Jahren. Aber was man sehen muss jetzt ist, es gibt, wie gesagt, nur zwei Nachfolgekandidaten, also männliche Nachfolger. Und es gibt noch drei jüngere Frauen in der Kaiserfamilie. Aber die werden in den nächsten 15 Jahren einen Bürgerlichen heiraten und damit das Kaiserhaus verlassen. Wenn man das Kaiserhaus verlässt, ist es natürlich schwierig, diese Frau wieder in das Kaiserhaus, ins Kaiserhaus zurückzubekommen. Deshalb ist die Zeit jetzt ziemlich kritisch. Vielleicht sollte man doch überlegen, diese Frauen mit einem bürgerlichen, verheirateten Bürgerlichen im Kaiserhaus weiterhin zu leben. Das kann man diskutieren oder das soll man diskutieren, weil man ja als Vorkehrungsmaßnahme sozusagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und die Zeit ist tatsächlich ziemlich kritisch. Also das, wenn man nur die Nachfolger auf männliche Nachfolger beschränkt, ist das, wie Sie gesagt haben, äußerst wenig. Sehr, sehr wenig. Also das ist ja natürlich wirklich Existenzgefährdung, kann man auch so sagen. Dann fragt man sich, ja, warum nicht auch Frauen, Thronfolgerinnen, zu ermöglichen? Gab es in der japanischen Geschichte auch Kaiserinnen? Ja, ja. Also früher gab es schon neun Kaiserinnen, weibliche Kaiserinnen, ja. Heute eigentlich nur die Ideologie spricht dagegen. Was man sagen kann, ist vielleicht weibliche Kaiserinnen waren als immer als eher Übergangskandidat da und wenn also nur als Notfalloption wurden sie Kaiserinnen und insofern im Prinzip war dieses patriarchalisches System immer gehalten, so eine Tradition. Aber ob das heute so weiter gehen kann, es ist äußerst fraglich. Und die Bürger sind eigentlich die meisten Bürger sind für die Änderung, für die Einführung der weiblichen Kaiserinnen. Also ganz da sind die Bürger ganz offen eigentlich. Dann ist es ja eigentlich auch eigentlich notwendig, dass man dann auch darauf schaut, dass diese Tradition auch mal geändert wird. Warum ist diese japanische Kaiserhaus oder Kaiserfamilie so eng geregelt? Wozu führt? Also Sie haben ja jetzt Ideologie erwähnt. Ist das immer die politische Szene im Hintergrund, die das so möchte? Naja, das Thema Kaiser ist in Japan halt ziemlich das Thema Kaiserhaus ist in Japan eher als Tabu angesehen und die Bürger sprechen darüber nicht offen, vor allem in den Medien.
Es ist ziemlich schwierig, im Fernsehinterview oder so Radiosendung über das Thema zu sprechen. Das ist ziemlich schwierig, weil es ja eine Gefahr von Attacke von einem Rechtsextremen oder also so einen Fall solche Fälle haben wir schon mehrmals erlebt. Der bekannteste Fall war der Bürgermeister von Nagasaki, der über die Kriegsschuld von Kaiser gesprochen hat, wurde erschossen. Also es ist ziemlich schwierig, über das Thema zu sprechen. Und da gibt es so eine Diskrepanz zwischen den ideologisch starken Politikern und eher flexiblen, offenen Bürgern. Ja, da gibt es leider so eine Kluft. Gut, also dann würde ich das Thema jetzt gerne ein bisschen beenden. Vielleicht kommen noch Fragen später dazu. Aber ich würde jetzt gerne zum nächsten Thema kommen, und zwar sozusagen Kaisertum und Politik heißt es dann. Und die Überlegung war die japanische Verfassung wurde ja 2017 70 Jahre alt. Und bei der damaligen Feier hat Premierminister Abe gesagt, bis zu den Olympischen Spielen wird es eine, und zwar die erste Verfassungsänderung geben. Bislang gab es ja noch keine Verfassungsänderung. Jetzt haben die Olympischen Spiele noch nicht stattgefunden, aber der ursprünglich angesetzte Termin ist abgelaufen. Also die erste Frage ist die, meinst du bis nächsten Sommer, also wird es Olympische Spiele in Tokio nochmal geben? Und die zweite Frage ist, wird bis dahin die Verfassung geändert werden? Und dann ist es jetzt so, für Abe war es ja ein sehr wichtiges Anliegen, die Verfassung zu ändern. Ist der neue Premierminister Suga, der ist zumindest in Deutschland so ein bisschen unbekannt, hat er die gleiche Agenda, kann man das schon einschätzen? Wir wissen auch, dass es noch gar keine Parlamentssitzung gab, seitdem er berufen wurde. Das ist, glaube ich, jetzt nächste Woche. Aber vielleicht kannst du auch eine Einschätzung geben, für was steht Suga? Ja, Suga steht ganz treu in der Linie von Abe. Also Suga macht das, was Abe eigentlich machen wollte. Und ich glaube schon, dass er diese Linie weiterhin verfolgen wird. Insofern auch Verfassungsänderung steht auf dem Agenda. Momentan ist die Lage vielleicht noch ganz reif, weil es gibt schon viele Leute, tendenziell ältere Menschen, die ganz dezidiert gegen eine Verfassungsänderung sind. Diese Leute assoziieren Verfassungsänderung gleich mit der Kriegsführung. Es ist schon extrem, finde ich, weil Verfassung ja nicht nur Kriegsführung regelt, sondern in der Verfassung gibt es ganz verschiedene Artikeln, 103 Artikeln, und darüber zu diskutieren sollte eigentlich kein Tabu sein. Aber dieser Gedanke ist ziemlich verbreitet zu sein heute und unter den unter und also in meiner Generation vor allem. Insofern die Lage ist wird allmählich reifer sozusagen für eine Verfassungsänderung. Und dabei hat Abe auch ziemlich beigetragen, würde ich sagen. Aber ob so eine Änderung tatsächlich stattfindet, da muss man vielleicht noch 10, 20 Jahren warten.
Das ist meine Einschätzung, ja. Die Verfassungsänderung, wenn man das hört, ist es ja ein ganz grobes Konzept. Worauf zielt genau Abe unter anderem? Ja, traditionell nach dem Ende der Zweiten Weltkrieg, die konservativen Politiker wollten die Verfassung deshalb ändern, weil zum einen die Verfassung von den USA oktroyiert wurde, also diktiert fast. Also die Tatsache kann man eigentlich nicht bestreiten, auch wissenschaftlich. Also diese konservativen Politiker sagen, dass wir eine authentisch japanische, echt von den Händen von Japanern verfasste Verfassung. So. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist natürlich Artikel 9. Und zwar Artikel 9 verbietet nicht nur einen Krieg, sondern Unterhaltung von jeglichen Kriegsmitteln und Armee. Das finden die konservativen Politiker nicht gut. Diese zwei Gründe sind ganz wichtig für die Konservativen. Ja. Das heißt, gerade diese pazifistische Verfassung ist häufig das Thema, wenn man genau. über Verfassungsänderung spricht. Genau, genau. Und wie Sie beschrieben haben, ja, gibt es ja auch politische Strömung, eher nationalistische Strömung, die sehr versucht, dann diese pazifistische Verfassung zu ändern, damit Japan auch nochmal fähig wird, vielleicht dann noch Krieg zu führen oder zumindest dann Mittel für Kriegsführung zu verschaffen. Ist das richtig? Genau, genau, genau. Aber natürlich, diese Pole sind beide ziemlich extrem. Also entweder null Kriegsmittel oder Kriegsführung. So eine ziemlich extreme, also radikale Diskussion wird geführt. Das ist für uns Verfassungsrechtler ehrlich gesagt so ein bisschen schade. Weil, ja, wir überlegen eine Änderung von einer kleinen Vorschrift über Parlament oder so, über Judikative, aber das kann man nicht machen, weil die Verfassungsänderung an sich ein großes Thema ist und fast unmöglich ist. Okay. Darf ich noch was fragen zu der Person von Herrn Suga? Also weil wir den noch nicht so einschätzen können. Herr Abe ist ja so lange Premierminister geworden, Herr Suga kennt er noch nicht. Also die erste Frage ist die, meinst du, dass Herr Suga eine Lösung ist für die Zukunft oder ob sozusagen er wahrscheinlich nur die derzeitige Wahlperiode von Abe zu Ende bringt? Also ist er sozusagen auch derjenige, der dann in einem Jahr als Kandidat für die Partei aufgestellt wird? Und dann gab es in Deutschland Berichte, dass der neue Premierminister den Wissenschaftsrat nicht bestellt hat. Und das ist für uns schwer einzuschätzen, was das bedeutet. Also falls du mal erläutern könntest, was das für ein Rat ist und wie du es einschätzt, dass da 6 angeblich kritische Wissenschaftler nicht ernannt wurden, obwohl noch niemals ein vorgeschlagenes Mitglied nicht ernannt wurde. Ja, Suga ist als Person eigentlich nicht so, hat kein starkes Ego oder hat er keine starke Persönlichkeit. Er war immer Abe treu geblieben. Und
die mächtigen Politiker in der LDP, also Fraktions- oder ja, die ja, mächtigen Leute im Hintergrund konnten sich auf ihn einigen, weil er die Stabilität weiterhin stabil die Politik von Abe führen wird. Insofern, man erwartet nur, dass er so stabil die Politik führt und eigentlich neue Politik oder Weichenstellung in der Politik wollen die erwarten die Bürger derzeit nicht. Und ich glaube, in diesem Sinne es sogar war nur ein Übergangskandidat. Also er wird ein Jahr, knapp ein Jahr da sein, aber ich glaube nicht, dass er wieder gewählt wird nach einem Jahr. Wer danach kommt, weiß man noch nicht. Und die zweite Frage, Wissenschaftsrat, genau, das war ein das ist in Japan sehr viel berichtet momentan. Der Wissenschaftsrat ist als Parlament der Wissenschaftler angesehen in Japan. Der Wissenschaftsrat gibt Empfehlungen über Wissenschaftspolitik zum Kabinett und ist im Kabinett eingerichtet, also eine staatliche Einrichtung. Die Wahl fand immer autonom, Wahl von Kandidaten fand immer autonom statt und der Premierminister hat die vorgeschlagenen Kandidaten immer nur formell bestätigt seit 40 Jahren. Aber jetzt hat sogar plötzlich 6 Kandidaten von 6 von 105 Kandidaten nicht ernannt, was ziemlich offensichtlich rechtswidrig ist, weil er nicht befugt ist, jemanden substanziell ernennen oder nicht ernennen. Das ist eigentlich als formelles Verfahren gedacht. Und diese 6 Kandidaten, die nicht ernannt wurden, waren klar gegen die Politik von Abe, haben sich in verschiedenen Orten gegen die Politik von Abe geäußert. Das finde ich skandalös, weil ja, in Japan natürlich Wissenschaftsfreiheit ist garantiert und dass die Regierung unangenehme Leute nicht ernennt als Wissenschaftsratmitglieder, das ist offensichtlich ein Angriff auf die freie Wissenschaft. Und der Suga hat bisher keine Erklärung gegeben, warum er diese 6 Kandidaten nicht ernannt hat. Ja, wie reagiert denn japanisches Publikum darauf, vor allem zum Beispiel junge Generation? Gibt es Protestbewegungen oder so etwas, die Sie beobachtet haben? Ja, so Demonstrationen gab es schon. Die Medien sind auch da ziemlich, also die Medien berichten ziemlich aktiv über den Fall. Und die Zustimmungsrate von Suga ist um 10% nach dem Fall, wohl wegen des Falles, gestiegen,
gesunken. Entschuldigung, gesunken. Insofern, ja, das Publikum reagiert ziemlich negativ. Also, mich würde interessieren, wie wird denn gerade demonstriert? Wegen Corona kann man ja wahrscheinlich nicht mehr auf die Straße gehen und durch die Gegend ziehen und die Plakate hochhalten. Gibt es in Japan so, dass das die Bedeutung von Twitter oder Facebook oder welche sozialen Medien auch immer in Japan verwendet werden, gewinnt das an Bedeutung? Wird das wahrgenommen? Ich meine, wir haben einen Präsidenten in den USA, der über Twitter regiert. Gibt es eine Verschiebung in die digitale Welt? Eine interessante Frage. Ich glaube nicht so ein großer Wechsel, digitaler Wechsel stattgefunden hat in Japan. Die traditionelle Zeitungen, Asahi, Yomiuri, Mainichi, sind immer noch stark und spielen noch eine große Rolle. Fernsehen spielt auch eine große Rolle. Insofern, ich glaube nicht so, dass die Demokratie durch Digitalisierung beeinflusst ist. Bis dato. Es gab ja schon vor dem Rücktritt von Abe in seiner Amtszeit, das war ja insgesamt 7 Jahre, war ja auch eine ganze Reihe von Skandalen, kann man ja sagen. Auch. Ja. Vielleicht können Sie ja darauf eingehen, welche Skandale es gab und wie bisher auch die japanische Bevölkerung darauf reagiert hat. Und sein Rücktritt war ja auch sehr plötzlich. Also damit hat man ja nicht wirklich gerechnet. Und dann kam jetzt Suga und Sie haben ja gesagt, Sugas Linie scheint ja auch exakt auch Abes Linie zu verfolgen. Was heißt das dann genau? Welche Linie? Wovon sprechen wir denn hier? Abe, die Regierung von Abe hat sicherlich ein autoritäres Element. Er hat zum Beispiel die Staatsbeamten angegriffen, die Autonomie der Staatsbeamten angegriffen. Naja, Staatsbeamten sind natürlich für die Bevölkerung da und müssen die Politik von den Politikern, da müssen sie treu sein, aber trotzdem sind Staatsbeamten immer müssen immer dem Gesetz treu sein und neutral sein. Aber diese Neutralität hat der Abe in großem Umfang angegriffen und er hat hat den Personalwechsel in der in der hohen Staatsbeamten ziemlich vereinfacht, sodass die hohen Staatsbeamten jetzt immer auf die Meinungen von den Politikern mehr darauf achten müssen. Und die Staatsanwaltschaft ebenso. Da hat er auch bisschen geändert, denn die Amtszeit vom wichtigen Staatsanwalt hat er rechtswidrig verlängert und das wurde auch kritisiert. Und jetzt kam ein Angriff auf die freie Wissenschaft. Da sieht man schon ein autoritäres Element. Das ist kritisiert in den Medien, aber das Problem ist, die Opposition in Japan momentan sehr schwach ist. Man hat keine andere Alternative. Und diese Linie wird leider weiter verfolgt.
Ja, genau. Diese autoritäre Politik, die recht auch nationalistisch tickt. Wie hängt es denn, jetzt wollen wir ein bisschen zurück nochmal zum Thema Kaisertum. Wie hängt es denn zusammen mit Kaiserfamilie? Also zum Beispiel der Akihito, ne, der zurückgetreten ist, er hat sich sehr für das Thema Frieden gesetzt. Ne? Und er hat ja auch hart umkämpfte Orte, zum Beispiel Palau auf den Philippinen, Saipan auch besucht persönlich und an den Kriegsgefahrenen sehr Gedanken. Und also das setzt ja auch natürlich sehr so einen friedlichen Ton, wie sehr sich das gewünscht hat. Und das macht eine gerade Kontrast zu dieser politischen Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, mindestens 7 Jahren, die viel eher in diese konservative oder nationalistische Richtung geht. Wie wirkt sich denn auf die Aktivitäten des jetzigen Kaiser Naruhitos aus? Was vermuten Sie dabei? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wichtige Frage. Akihito hat sicherlich sehr für den Frieden eingesetzt und er hat einen eher liberalen Gedanken, würde ich so vermuten. Insofern, deshalb mochten die Konservativen diese Aktivitäten eher nicht. Die LDP-Politiker wollten eher, dass der Kaiser zu Hause im Kaiserpalast bleibt und Wissenschaft macht. Und Naruhito, das kann man schwer schätzen, aber ich glaube, dass er nicht so ein starkes Ego hat. Naruhito möchte nicht kämpfen gegen die Politik und er ist eher treu, der Politik treu und deshalb schweigt er jetzt gerade unter dieser Pandemie. Das ist meine Vermutung. Aber es gab ganz verschiedene, in der Geschichte ganz verschiedene Kaiser und auch unter der geltenden Verfassung gab es Showa und Heisei und jetzt der dritte. Showa hat nicht so viel gereist, hat nicht so viel gesprochen. Für ihn war es unmöglich, auf den Knien legen und mit den dortigen Menschen auf der gleichen Augenhöhe sprechen, war das für ihn unmöglich. Und es war so ein Stil vom ehemaligen Kaiser. Also vielleicht war das so ein persönlicher Stil und das hat sich wohl geändert jetzt seit einem Jahr. Ja, trotz allem, Naruhito, der jetzige Kaiser, er gehört natürlich zur neueren Generation. Er hat ja in Oxford studiert und seine Frau Masako, sie war ja Diplomatin, ne? Und sie hat ja auch in Harvard studiert und sie ist ja eigentlich sehr weltoffene, moderne Menschen, kann man so sagen. Das stimmt, ja. Sehen Sie jetzt Anzeichen für Modernisierung der Kaiserfamilie? Leider nicht. Masako hat am Anfang oft gesagt, dass sie ihre Fähigkeiten in ihrer Arbeit möglichst viel einsetzen kann. Das war ihr Wunsch, aber das wollte die
Politik eher nicht. Die Politik war sehr konservativ und anscheinend war die Atmosphäre im Kaiserhaus ein Schock für Frau Masako, weil sie so westlich aufgeklärte Frau in einem sehr traditionsgeprägten Kaiserhaus. Und da gab es so sehr viele Konflikte. Und ich glaube schon, dass das Frau Masako schon mehr oder weniger aufgegeben hat, ihre Weltoffenheit in Kaiserfamilie zu verbreiten als Kultur. Das war ihr eigentlich Wunsch, aber sie hat schon gemerkt, dass es unmöglich ist. Okay, also vielen Dank. Jetzt würde ich gerne zu der Frage, also die Fragen der Zuhörer stellen. Also die erste Frage, die wir bekommen haben, ist jetzt relativ anschließend an den letzten Themenbereich. Die Frage, ob du davon ausgehst, dass es zu einer vorzeitigen Parlamentsauflösung oder Neuwahl, also wie auch immer das in Japan ablaufen würde, kommen könnte. Eine wichtige interessante Frage, das möchte ich auch gern wissen. über die Auflösung entscheidet Premierminister gewohnheitsgemäß immer ganz plötzlich. Insofern kann man schwer schätzen. Die schlimmste Szenario wäre, dass er bis Ende der Parlamentsperiode wartet und so das Haus, das Unterhaus aufgelöst wird. In dem Fall kann er nicht mehr kontrollieren, also diese Timing kann er nicht mehr kontrollieren und er muss gutes Timing finden für den LDP-Sieg. Aber wann das sein sollte, das wissen wir nicht. Medien zufolge Januar nächsten Jahres nach der Eröffnung des neuen Parlaments, aber das wissen wir nicht. Wie viele von den letzten gewählten Parlamenten haben denn die ganze gewählte Zeit durchgehalten? Also gab es das überhaupt mal, dass sozusagen die ganze durchgehalten nur einmal in den letzten 70 Jahren. Also okay. Dann ist das ja auch eine Tendenz. Denn die nächste Frage betrifft diesen Wissenschaftsrat. Ein Zuhörer möchte wissen, was genau diese 6 Personen, die nicht bestellt wurden, also nicht genau, also überblicksmäßig, an Abe kritisiert haben und wer die Vorschläge erstellt, wer Mitglied des Wissenschaftsrats werden soll. Also sind das Politiker oder sind das Wissenschaftler, sind die selbstverwaltet? Vielen Dank für die Frage. Diese 6 Kandidaten, davon sind 2 Politikwissenschaftler, ein Verfassungsrechtler, ein Verwaltungsrechtler, ein Strafrechtler, einen habe ich leider vergessen. Die meisten haben sich dezidiert gegen die Ermöglichung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts im Rahmen des Artikel 9, also die sogenannte Neuinterpretation des Artikel 9, dagegen haben sie sich ausgesprochen. Und das war ziemlich klar ein Grund für die nicht
Ernennung. Und der Wissenschaftsrat ist so, so eine selbst organisierte Einrichtung. Die Kandidaten werden unter den Mitgliedern und auch den Mitgliedern, die sogenannten related members, also die richtige Mitglieder sind 210, aber related members gibt es 2000. Diese Leute wählen die Kandidaten. Vielen Dank. Ein Zuhörer möchte wissen über die Sprache des Tennos, also von des Kaisers, ob die Art der Sprache so eine Art Hofsprache war, zum Beispiel in der Showa-Zeit, also bei Showa, Kaiser Showa, und ob es sich heute geändert hat, ob man eine Änderung in dieser Kommunikationsstil feststellt. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, eine interessante Frage. Die Aussprache vom, die Rundfunkansprache vom 15.08.1945 vom Showa-Kaiser ist für die meisten Japaner heute nicht mehr verständlich. Es heißt nicht, dass der Kaiser damals eine andere Sprache gesprochen hat, aber für so eine offizielle Gelegenheit hat er doch gehobene Sprache benutzt. Heute der ehemalige Kaiser und der heutige Kaiser benutzt eigentlich eine ganz normale Sprache. Bisschen behoben, aber kann man durchaus gut verstehen. Und der gleiche Zuhörer möchte auch wissen, ob das kaiserliche Hofamt dabei eine Rolle spielt, ob es einen Einfluss daher gibt. Oh. Also ob das kaiserliche Hofamt den Text vielleicht so genau, welchen Einfluss hat das Hofamt auf diese Änderung von Kommunikationsstil? Ja, das ist so ein Blackbox. Man weiß nicht, wie viel Einfluss von der Politikseite kommt und vom kaiserlichen Hofamt und von ihm selbst. Das weiß man nicht. Und alle, die drei, Politik, kaiserliches Hofamt, Kaiser selbst, haben alle eigene Interessen. Wie die Machtbalance ist, zum Beispiel, wer diesmal entschieden hat für Nichtveröffentlichung von einer Videobotschaft über Corona, das wissen wir nicht. Vielleicht Naruhito selbst wollte es machen, aber die Politik hat es gestoppt oder das kaiserliche Hofamt hat es gestoppt. Das wissen wir leider nicht. Also dann, Dankeschön. Die nächste Frage ist auch betreffend des Kaiserhauses. Ein Zuhörer möchte wissen, ob es Umfrageergebnisse oder Umfragen gibt zu der Frage, ob die Bevölkerung einen weiblichen Thronfolger, einen weiblichen Kaiser, also weiblichen Thronfolger steht hier aber wahrscheinlich weiblicher Kaiser, akzeptieren würde oder nicht, wie da die Prozentzahlen sind. Ich glaube, es etwa so 70-80%, ich bin mir nicht so sicher, aber 70-80% von Japanern sind eigentlich für weibliche Thronfolge. Aber man muss sehen, man muss differenzieren zwischen weibliche Kaiserinnen als Thronnachfolgerin und weibliche Linie zu einführen. Das ist eine andere Frage. Also ob Aiko eine Nachfolgerin sein kann, ist eine Frage. Aber eine andere Frage ist, ob die Kinder von Aiko Nachfolger sein können. Das ist eine andere Frage und
Das muss man erstmals differenzieren. Und Aiko als Kandidatin, das ist, dagegen sprechen eigentlich ganz wenig Leute. Aber Kinder von Aiko, das ist ein anderes Thema und das ist noch schwieriger. Ja. Also meinen Sie jetzt also nur als Notlösung, ob man Aiko als Thronfolgerin zulässt oder ob man generell Thronfolgerinnen zulässt? Das ist der Unterschied, oder? Genau, also Aiko steht auf der vaterlichen Linie eigentlich und das ist weniger problematisch. Aber wenn ein Sohn von Aiko ein Kaiser werden sollte, der steht nur auf der, nur ist vielleicht kein angemessenes Wort, aber steht auf weiblicher Linie. Also das muss man differenzieren. Mhm. Gut, wir haben jetzt noch eine Frage, aber die ist relativ weit. Und zwar gibt es ja in Deutschland relativ viele Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, die sogar demonstrieren und den Reichstag sozusagen stürmen. Gibt es ähnliche Phänomene in Japan? Also wenn es das gibt, in welchem Umfang, wie wird das wahrgenommen, wird darüber diskutiert? Oder wurde darüber in Japan diskutiert, dass in Deutschland solche Phänomene vorhanden sind oder im Ausland? Ich glaube nicht, dass so viele Japaner über das Ereignis 40.000 Menschen vor dem Reichstag, ich glaube nicht, dass so viele Japaner darüber wissen. Aber ja, ich weiß schon und ich habe auch mit einem Berliner Person gesprochen über das Ereignis. Es war auch für mich ein Schock. In Japan, Gott sei Dank, sind Verschwörungstheorien bis dato gar nicht verbreitet. Japaner sind vielleicht weniger kritisch, nehmen die Nachrichten so ernst und ich habe persönlich keinen gesehen, der gesagt hat, dass Corona wie eine normale Grippe ungefähr nicht gefährlich ist oder sowas, habe ich also persönlich keinen gesehen und so eine Bewegung haben wir auch nicht beobachtet. Gott sei Dank. Sind die Menschen in Japan derzeit mehr oder weniger vor Corona an Politik interessiert? Was würden Sie sagen? Jetzt hat Corona die Menschen in Japan mehr für Politik interessiert oder wie sieht es jetzt aus? Die Japaner sind Corona-Maßnahmen von Abe nicht zufrieden. Das ist klar aus den Meinungsumfragen, vor allem deshalb, weil Abe keine strenge Maßnahmen, also rechtlich strenge Maßnahmen mit Sanktionen durchgeführt hat, sondern nur um Selbstzucht, Selbstdisziplin gebeten hat, was zur Ungleichheit führt. Also größere Unternehmen mit Prestige müssen immer auf Hygienemaßnahmen und so weiter achten und müssen vielleicht Geschäfte schließen, wohingegen kleinere Unternehmen eher diese Gefahr der Reputation vom Reputationsverlust geringschätzt und weiterhin Geschäfte offen halten. Das finde ich auch ungerecht und man sollte eigentlich eine klare Regel erlassen. Insofern, die Politik wurde viel kritisiert, aber ob Japaner so insgesamt
politisch interessierter geworden sind, das so sehe ich nicht. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das war auch ein ganz gutes, eine gute Schlussfrage, ein gutes Schlusswort. Es sei denn, es gibt noch Fragen, Frau Nishiyama. Nee, von meiner Seite nicht mehr. Ich möchte mich herzlich bedanken für diese sehr interessante Diskussion und Ihre Einsichten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Grüße nach Tokio. Viele Grüße aus München an alle Zuhörer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis vielleicht demnächst mal. Also, dann ja. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank. Ja. Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.